The Story of Isaac von Leonard Cohen, Deutsch von Gustav Eudmann. Ja. Geschichte von Isaac. Der Isaac war der Sohn von Abraham. Der Abraham hat den, der liebe Gott hat dem Abraham gesagt, geh, nimm dein Wurm, geh mit dem am Berg und schlacht den, stich am Mann. Der Abraham hat das gemacht. Im letzten Moment hat der liebe Gott dann gesagt, nein, war nur Spaß, da schlacht den Widerstand. Isaac, ja. Also um das geht es in dem Lied. So jetzt eine Geschichte, aber in Leonard Cohen hat es inspiriert. Die Tür geht langsam auf, mehr vor der Stätte hin, ich bin ein Jahr alt. Er ist so riesengroß, seine blauen Augen leuchten und sein Stimme ist so kalt. Er sagt, Bruder, ich hab was gesehen, du weißt, ich bin stark und fromm, ich muss tun, wie der Herr das wollt. Also geht er im Berg auf, die rennt, dass er gerade nachkommt und sei Obst. Die ist aus purem Gold. Die Bahn wird langsam kürzer, das sehe ich ja wie ein Spiegel. Wir machen Rost und trinken Wein. Dann haut er die Flaschen da rein. Er drauf immer weiter, er nimmt mehr Hand, gibt's nimmer frei. Ich glaub, ich seh ja kein Adler, aber vielleicht ist er ein Geier, die werden ja wissen, welches Tier. Dann baut er ein neues Tor hin, ja, weiß ich, will mich nicht verstecken, trat sie nur einmal um zu mir. Das, was baut euch her, zum Opfern von den Kindern, es dürft es nimmer mehr. Was es wollt, ist keine Vision nicht, es hat euch keiner geschickt, nicht der Teufel, nicht der Herr. Ja, das, was steht's da drüber, wie der Ochs zur Stumpf und blutig, es hat es ja nicht gespielt. Wie es ein Hand so zittert war, verlaute ich auf mich vor sein Gott, sein Messer über mir. Und wenn's jetzt zu mir Bürger sagt, entschuldigt's, wenn ich nachfrage, in wen sein Name tut's mir das an. Wenn alles einmal im Staub versinkt, da schier sich ein Schwanz auf.